Hallo ihr Lieben, ich bin Patti und in der 15. Woche schwanger. Wir werden heute gemeinsam ein Krafttraining absolvieren für den gesamten Körper. Alles, was ihr dafür braucht, sind zwei Hanteln, eine Yogamatte und was zu trinken. Falls ihr euch nicht sicher seid, ob ihr während der Schwangerschaft noch Sport machen dürft, dann fragt bitte vorher euren Gyn oder eure Hebamme. Ansonsten können wir starten. Los geht's! Lasst uns starten. Beginne damit, deine Arme zu kreisen und mache zusätzlich große Schritte nach links und rechts. Mache deine Arme dabei schön lang und fest. Nun ändere einmal die Kreisrichtung. Weiter geht es mit einer Übung, um deine Hüfte zu öffnen. Kreise dabei dein eines Bein nach außen, dann drehst du es zurück nach innen und wechselst einmal die Seite. Mache das Ganze schön langsam und kontrolliert und verlagere jedes Mal dein Gewicht auf das stehende Bein. Und so hast du viel mehr Gleichgewicht, vor allen Dingen mit Babybauch und dem verlagerten Körperschwerpunkt ist es manchmal gar nicht so einfach, sein Gleichgewicht zu halten. Um jetzt den Körperkreislauf so richtig schön anzukurbeln, machen wir Schwangerschaftsburpees. Komm in einen Vierfüßlerstand und dann steppe dich mit einem Bein nach dem anderen wieder hoch in den Stand. Komm auf die Zehenspitzen, streck die Arme und dann bring dich zurück in den Vierfüßler. Du wirst merken, nach schon 2-3 Wiederholungen davon, wie warm dein Körper wird. Auch wenn es super anstrengend ist, das ist toll, den gesamten Körper aufzuwärmen und den trägen Schwangerschaftskörper in Schwung zu bringen. Und jetzt machen wir Kniebeuge. Wenn du unten angekommen bist, dann bounce 2-3 Mal hoch und runter, bevor du dich wieder zurück in den Stand schiebst. Deine Füße zeigen leicht nach außen und sind mehr als schulterbreit auseinander. Deine Knie folgen den Zehenspitzen. Sie gehen also ganz leicht nach außen. Wenn du unten angekommen bist, drücke dich mit Po und Oberschenkeln wieder nach oben. Wir starten das Workout. Dafür brauchst du das erste Mal deine Hanteln. Umfasse deine Hanteln fest und dann bewege deine Hanteln hoch und runter neben deinem Körper. Abstand zwischen Oberarm und Oberkörper beträgt ungefähr 45 Grad. Richte dich wieder auf und versuche das über die Seite. Das ist einfach angenehmer für deine geraden Bauchmuskeln. Komm in einen etwa schulterbreiten Stand. Winkel deine Arme an, deine Ellenbogen sind dabei ungefähr auf Höhe deiner Brust. Und dann drücke mit viel Kraft die Hanteln über deinen Kopf. Und dann bring sie langsam und kontrolliert wieder zurück in die Ausgangsposition. Um die Gelenke zu schonen, versuche oben die Arme nicht durchzudrücken, sondern immer leicht gebeugt zu lassen. Wenn du runtergehst, komm leicht in die Knie, dann kannst du beim Hochgehen ein bisschen Schwung mitnehmen. Without a fight, you know, imagine what will happen if
Komm in einen etwas mehr als schulterbreiten Stand, so dass dein Babybauch Platz zwischen den Beinen hat. Und dann beuge deinen Oberkörper im fast 90-Grad-Winkel nach vorn. Dann lass deine Arme nach unten sinken, spann sie an und zieh die Ellenbogen neben deinem Körper nach oben. Oben hältst du 1-2 Sekunden und dann führst du sie ganz langsam und kontrolliert wieder Richtung Boden. Geh nur so tief, solange dein Gesäß bis zu deinem Scheitel eine gerade Linie bildet. Und ganz, ganz wichtig, das Wassertrinken bitte nicht vergessen. Komm in einen sehr breiten Stand und dann lasse deinen Oberkörper nach vorne sinken und beuge die Knie. Deine Arme sind dabei lang und halten die Hantel fest umschlossen. Versuche, um wieder hochzukommen, die Kraft aus deinem unteren Rücken zu ziehen. Das ist eine hervorragende Übung, um den unteren Rücken für das kommende Gewicht des Babys fit zu machen. Komm an den Anfang deiner Matte und dann steppe mit dem rechten Fuß nach hinten. Beuge die Knie und lass deine Hüfte Richtung Boden sinken. Unten angekommen drückst du dich vor allen Dingen mit der Kraft aus deinem vorderen Bein wieder nach oben. Deine Arme mit den Hanteln befinden sich lang neben deinem Körper. Wechsel hier einmal langsam das Bein. Und die wichtigste Aufgabe in diesem Workout, Babybauchstreicheln nicht vergessen. Mach jetzt sehr breite Squats. Vor deinem Oberkörper hast du die Hantel und dann lässt du wieder die Hüfte Richtung Boden sinken. Die Knie zeigen leicht nach außen. Nutze die Kraft aus deinen Oberschenkeln und deinem Gesäß, um dich wieder nach oben zu drücken. Oben presst du einmal schön dein Gesäß zusammen. Dann wiederhole das. Atme noch einmal tief ein und beim Ausatmen drückst du dein Gesäß Richtung Decke. Halte oben kurz 2 Sekunden die Position und dann lasse mit der nächsten Einatmung dein Gesäß ganz kontrolliert wieder Richtung Matte sinken. Unten lockerst du kurz die Position und entspannst. Und beim nächsten Mal ausatmen, spannst du wieder Bauch, Gesäß und Beckenboden an und drückst dich nach oben.
When words are said, we'll regret. Wir starten den zweiten Zirkel. Es geht weiter mit einer Variation der allerersten Übung. Umfasse deine Hantel mit beiden Händen und bring sie über deine Brust. Deine Arme sind gestreckt und dann mit der nächsten Einatmung lässt du sie langsam zur Brust sinken. Deine Oberarme führst du dabei fast parallel am Oberkörper entlang. Und mit der nächsten Ausatmung drückst du die Hantel wieder nach oben. Komm wieder in einen schulterbreiten Stand und dann drücke mit viel Kraft die Hanteln über deinen Kopf. Beim Ausatmen lässt du sie dann ganz langsam und kontrolliert in die Ausgangsposition zurücksinken. Wiederhole das Ganze in deinem eigenen Tempo und entscheide selbst, wie viel Schwung du mit den Knien holst. Beuge deinen Oberkörper wieder nach vorn und lasse deine Arme nach unten sinken und ziehe diesmal abwechselnd einen Arm nach dem anderen nach oben. Und erst wenn der eine Arm wieder unten in der Ausgangsposition angekommen ist, ziehst du den nächsten hoch. Finde da ganz entspannt deinen eigenen Rhythmus. Und sei wirklich bewusst bei dir, bei der Übung und bei der Atmung und konzentriere dich auf deine Muskulatur. Es folgt eine Variante vom Kreuzheben. Diesmal stehen die Beine schmaler und du ziehst dich komplett aus Gesäß und deiner hinteren Oberschenkelmuskulatur nach oben. Schiebe dein Gesäß dabei schön weit nach hinten und geh nur ganz leicht in die Beuge mit deinen Knien. Und dann konzentriere dich, dass du schön aus dem Gesäß und deiner hinteren Oberschenkelmuskulatur arbeitest. Steppe mit dem rechten Bein nach hinten, lass dein Knie Richtung Matte sinken und mache unten zwei kleine pulsierende Bewegungen. Erst dann schiebst du dich wieder nach oben. Wechsel einmal das Bein. Damn.
Gleiche Variation bei den Sumo Squats. Komm wieder in eine tiefe, breite Kniebeuge, aber pulsiere unten 2-3 Mal, bevor du dich wieder nach oben schiebst. Bringe deinen linken Fuß auf dein rechtes Knie und dann hebe langsam deine Hüfte Richtung Decke. Halte auch hier kurz oben die Position und bei der nächsten Einatmung entspannst du und lässt die Hüfte zurück auf die Matte sinken. Wiederhole das. Wechsle einmal die Seite. Hälfte der Zeit ist geschafft. Wir starten den dritten Zirkel wieder mit Brustpresse. Diesmal hebst du aber immer nur einen Arm pro Seite und wechselst dich ab. Achte darauf, dass die gesamte Zeit dein Rücken flach auf der Matte liegt. Jetzt lassen wir ein letztes Mal die Schultern so richtig schön brennen. Schieb wieder deine Hanteln über Kopf und bring sie ganz langsam und kontrolliert zurück nach unten. Mach das Ganze in deinem eigenen Tempo, sodass du schön bis zum Ende durchhältst. Komm wieder in die Ruderausgangsposition und dann zieh die Hanteln mit deinen Ellenbogen nach oben und von dort aus drückst du die Hanteln über deinen Kopf. Dann bring die Hanteln wieder zurück in die Ausgangsposition und wiederhole das. Because now I know how it goes.
Verlagere dein gesamtes Gewicht aufs vordere Bein, dein hinteres dient nur als Stütze. Und dann führe an deinem vorderen Bein die Hanteln entlang, sodass dein Oberkörper irgendwann parallel zur Matte ist. Dabei ist dein Rücken natürlich komplett gerade. Und dann unten angekommen, verharrst du 1-2 Sekunden und drückst dich dann mit Gesäß und Oberschenkel wieder hoch. Wechsel einmal das Bein. Wir kommen wieder in eine Ausfallschrittposition. Diesmal hast du nur eine Hantel in der Hand, dein anderer Arm ist neben deinem Körper ausgestreckt. Wunderbar, wechsel einmal das Bein und nimm die Hantel in die andere Hand. Komm wieder in einen sehr breiten Stand, bring dein Gesäß Richtung Matte und dann halte diese Position. Während du gleichmäßig atmest, sitzt du also ganz entspannt in deinem Squat. Schön halten. Und jetzt halte nochmal oben die Hip Thrusts. Dabei sind Gesäß, Beckenboden und Bauch angespannt und du hältst einfach. Wenn du merkst, dass deine Hüfte nach unten sinkt, dann korrigiere dich leicht wieder. Deine Knie befinden sich senkrecht über deinen Fersen. Never up, never down, never. Like a flame in a zone. Bring dein rechtes Bein nach vorne neben deine Handflächen und strecke dein linkes Bein nach hinten aus. Dann hebe das Knie und halte diese Position. Auch hier achte auf einen geraden Rücken und auf eine gleichmäßige Atmung. Für noch mehr Dehnung kannst du dich auch runter auf deine Unterarme sinken lassen. Wiederhole diese Dehnung auf der anderen Seite. Stronger than I ever been.
Komm in den Schmetterlingssitz, deine Fußflächen berühren sich und dann kreise ganz langsam mit deinen Schultern nach hinten. Wechsel einmal die Kreisrichtung. Knie dich auf deine Matte und beuge deinen Oberkörper leicht nach rechts. Jetzt beuge dich langsam nach links. Wundervoll, das war das Workout. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dem so ist, schreib es mir gerne in die Kommentare und folge dem Kanal für weitere Workouts. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao, schöne Schwangerschaft noch.